Na, habt ihr mich vermisst? Aber doch nicht die Musik, da kriegen wir nur wieder Ärger mit der GEMA. Fangt mit dem normalen Vorspann an. 3, 2, 1, los. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt, die wütenden Pfeil des Geschickes zu dulden, oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie zu beenden. Schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, hallo und herzlich willkommen nach längerer Zeit zu einer neuen Folge vom fantastischen Projekt, dem Videokanal. Ja, was habe ich zu sagen? Ich sage, machen wir doch erstmal einen Vorspann. Oh, ihr seid schon wieder da. Ja, es ist jetzt... ja, wenn ich so nachrechne, sind es ungefähr ein paar Monate, seit es die letzte Folge gab. Ich habe ja in einer früheren Folge mal sowas erklärt, wegen einer Prüfung. Die Prüfung habe ich letztes Jahr glücklich hinter mich gebracht. Also sprich, ich habe bestanden. Und ich hatte keine Ahnung, was daraus werden würde. Also im Moment kann ich noch nicht so viel sagen, aber... aus dieser Prüfung sind Dinge entstanden, die sehr viel weiter gehen als das, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe. Und ja, ich hatte viele andere Projekte ja auch noch. Jetzt mal sehen, wie das hier ist bei YouTube, wie viele Videolinks ich wohl unterbringen kann in einem Video. Also ich habe das mal nachgeguckt, weil es ist ja sehr nett, weil mich einige Leute angeschrieben haben, warum denn nichts mehr kommt auf dem Kanal. Also im Moment, ja, ich hatte sehr viel anderes. Also da ist zum einen mal das Leben, dazu kann ich noch nicht so viel rausrücken, aber das kommt noch, hoffe ich, denke ich, meine ich, glaube ich. Und dann sind da die ganzen anderen Projekte. Also ich habe da mal nachgeguckt, weil es hieß ja, womit hast du dich denn befasst? Also die Expedition R oder die Reisenden Reporter, also diese ganzen Videos, die ich da produziert habe. Gerade bei den Reisenden Reportern habe ich da mal nachgerechnet und festgestellt, das sind drei große Episoden, die allerdings insgesamt fast 7 Stunden ausmachen. Also wenn ihr mal viel Zeit habt und so ein paar Sachen über den Bodensee und die Bodenseeregion erfahren wollt, dann schaut euch das doch mal an. Ansonsten lasst es bleiben. Ja, und dann... bekam ich immer mal wieder so, ja, wann gibt's denn was Neues, also in den Kommentaren teilweise und auch per E-Mail. Und dann gedacht, ja, jetzt hat, dachte ich mir, ich mach mal wieder was, aber, also wenn ich mir die Aufrufzahlen von meinem kleinen Kanal so angucke, dann... Leute, ihr seid doch verrückt. Okay.
offenbar sind es nicht nur ein paar, die meine Meinung interessiert zu gewissen Sachen, sondern ein paar tausend. Okay. Also habe ich mir gedacht, gut, versuchen wir einen Anfang. Ich kann allerdings nicht viel versprechen, weil es ist sehr viel im Umbruch, über das ihr noch erfahren werdet. Also habt bitte Geduld mit mir. Ich weiß. Das ist das 21. Jahrhundert, das ist das Internet, das ist YouTube. Geduld, das ist nostalgisch. Trotzdem, bitte. Und man, immerhin, heute ist der 31. Oktober, ist es Halloween, hat das irgendwas zu bedeuten? Nein, aber nehmt es einfach mal so an. Aber anlässlich des Ganzen, weil ich habe, also das muss ich auch sagen, ich bin nicht untätig gewesen. Ich habe ein paar Ideen ausprobiert, es hat nur leider nicht so ganz funktioniert. Also nachdem das Captain Future Unboxing auch recht gut angekommen ist, habe ich gedacht, naja, ich versuch's einfach mal. Es hat allerdings nicht so geklappt. Also, kleiner Tipp, wenn ihr so ein Unboxing-Video macht und in dem Paket, das ihr unboxt, da sind Süßigkeiten dabei, dann nicht während dem Präsentieren essen. Ihr klingt, wenn ihr dann redet, als ob ihr besoffen seid. Das ist nicht gut. Ja, es hat nicht so ganz funktioniert, aber mal sehen. Vielleicht klappt es in Zukunft. Und den Auftakt möchte ich mit einem Unboxing für den eigenen Kanal machen. So einen kleinen Ausblick, was ich mir vorgenommen habe und was draus wird, das werdet ihr dann sehen. Also, dann öffnen wir mal die Box. Was haben wir denn da als erstes? Oh, haha. Ja, etwas Kleines. Ein kleiner Schlüsselanhänger, der symbolisch dafür stehen soll, dass das ganze Projekt quasi eine Dach-Webseite bekommen hat mit einem sehr kurzen, sehr einträglichen Namen. Auf den bin ich durch reinen Zufall gestoßen. Das Ganze heißt ja Das Fantastische Projekt, abgekürzt FunPro. Also fun.pro oder fun.pro, fun.pro oder irgendwie so. Ja, also da sind sämtliche Projekte des fantastischen Projekts versammelt. Da kann man drauf verlinken. Auf der Seite selber möchte ich eigentlich nur Hintergrundinformationen veröffentlichen. Also jetzt keine aktuellen Beiträge, wie zum Beispiel bei Star Command oder sowas, sondern wirklich nur so redundantes Zeug. Aber falls einer vergessen hat, ja, welche Webseite, auf welcher Webseite sind jetzt die Videos und wo ist was, ja, einfach FunPro, da ist alles verlinkt. Auch die Reiseprojekte und das Tauchblog und alles halt. Ja. Gut, nachdem diese Redundanz aus dem Weg ist, jetzt zu den Themen, die ich noch bearbeiten möchte. Was haben wir denn hier als erstes? Ja, das fängt ja gut an. Das ist eine vorläufige Todesbescheinigung. Hm? Oh. Ja. Musik bitte. Ja. Falls ihr eine Kopfbedeckung aufhabt, dann nehmt sie jetzt ab. Ich habe die traurige Aufgabe zu verkünden, dass ein langjähriger Freund mal wieder von uns gegangen ist. Ja, und es handelt sich hierbei nicht um Karl Ranseier, das ist keine Anspielung auf RTL Samstagnacht. Dieser Freund ist schon mehrmals von uns gegangen und er ist immer wieder gekommen. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Es ist Yps. Geboren 1975 im Oktober. Und diesmal wieder mit vorläufiger Todesbescheinigung versehen. Oktober 2017. Das Heft ist eingestellt worden. Vorläufig heißt es mit der aktuellen Ausgabe, also der letzten jetzt für dieses Jahr, weil man eine kreative Pause braucht, um sich quasi neu zu erfinden. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und das ist so ein Plan von mir, ein Video zu machen, um das Heft nochmal etwas kritischer zu analysieren. Ich war ja sehr begeistert davon. Aber ich denke, also jetzt gerade das letzte Heft hat mir gezeigt, dass ich mich vielleicht von so ein paar Sachen auch habe mitreißen lassen. Und ich sehe auch, dass es Sachen gibt, die so auf Dauer so ein Magazin nicht tragen, sondern eigentlich auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt sind. Ja, und deswegen ein kleines Video über das vorläufige Ende von Yps.
und so ein paar Ideen, weil die Leute suchen jetzt natürlich, was kann man besser machen, und vielleicht habe ich ja ein paar Ideen. Also Ideen habe ich auf jeden Fall, aber vielleicht sind es auch brauchbare Ideen. Oh. Und hier, ach ja, der gute Captain Future. Ja, da gibt es wohl auch Neuigkeiten, denn eine Person, die sich bei mir gemeldet hat, ist offenbar ein freier Mitarbeiter des Verlags Golconda. Für die, die es nicht wissen, Kollegen sind unterwegs. Der Verlag Golconda hat die Captain Future Romane neu übersetzt rausgebracht in der Aufmachung, wie damals die Pulp-Romane in den USA erschienen sind, auch mit Zusatzmaterial, also mit diesen ganzen Planeteninfos und so weiter. Das war eigentlich sehr schön gemacht. Das einzige Problem war, dass die irgendwie nicht nachgekommen sind. Das ging ihnen da wohl so ein bisschen wie mir. Ja, weil die hatten unheimlich viel zu tun, beziehungsweise der Verlagsleiter war das wohl auch hauptsächlich, der sehr viele Projekte zu verantworten hat. Da hat sich wohl was geändert. Und mir wurde gesagt, dass man nächstes Jahr, also 2018, 4 Romane rausbringen möchte von Captain Future. Also wir warten ja schon länger auf Sternstraße zum Ruhm. Den habe ich auch schon vorbestellt und ich kriege auch immer wieder so E-Mails, wo es dann heißt, ja, der Veröffentlichungstermin ist wieder verschoben worden. Jetzt gucken wir mal. Also ich fände es schön, und mit den 4 Romanen, also es hat geheißen, es sei jetzt um die Lücke nachzuholen, die jetzt quasi entstanden ist. Ich persönlich fände es eigentlich toll, wenn man das Tempo beibehalten könnte. Denn in dem zweiten Roman war das, glaube ich, da wurde, also in den Romanen sind auch die Leserbriefseiten von dem alten Pulp-Magazin abgedruckt und übersetzt. Und ich glaube, im zweiten Roman war es, da gab es einen Leserbrief von einem Leser, der sich beschwert hat, dass ein Vierteljahr viel zu lang ist für den nächsten Roman. Und das war damals tatsächlich auch so, in den USA, Captain Future, das Magazin, ist wohl vierteljährlich erschienen. Und das hing natürlich damit zusammen, dass zur Hauptsache Edmund Hamilton die Geschichten schrieb, und ja, also er mag ein noch so begnadeter Vielschreiber sein, aber ich glaube, häufiger, also so einen Monat, also zu sagen, 12 solche Pulp-Romane in einem Jahr zu schreiben, das ist schon hart. Immerhin, er hat das einmal vierteljährlich hingekriegt, weil sein Partner, dessen Name mir gerade entfallen ist, der auch ein paar Romane geschrieben hat, der hat gar nicht so viele geschrieben, also die Hauptsache hat schon Hamilton gemacht. Und dieses Vierteljahr, also da gab es dann Leute, die gesagt haben, hey, komm, könnt ihr das nicht anders machen, aber man hat es dabei offenbar belassen. Und also ich persönlich fände es schön, also erstens, wenn es klappt mit 2018 mit 4 Captain Future Romanen, und ich fände es auch schön, wenn es dann weitergehen würde mit 4 pro Jahr, dass diese Sammlung an Captain Future Romanen, die ja bis zum Band 22, wenn ich mich nicht irre, gehen soll dann, wenn die möglichst bald vollständig ist. Aber gut, das kann ich nicht beeinflussen. Das hängt auch davon ab, wie die Leute mit der Übersetzung zurande kommen. Gut. Also Captain Future. Dann, oh. Ja. Schön, oder? Einer meiner Kindheitshelden, Phantomias. Ja, es gibt ja vom Ehaber Verlag so eine Sonderedition von den lustigen Taschenbüchern. Oder beziehungsweise es gab mehrere Sondereditionen, also die Fantasy-Edition und die History-Edition. Die habe ich auf diesem Kanal ja alle schon schön abgedeckt. Und die wurden auch fleißig angeguckt. Und dann fing man an mit einer Phantomias Ultimate Edition, nannte sich die. Ja. Also die auch, die Bücher in edlerer Aufmachung mit Golddruck und im Schuber. Und dann gab es noch diese nette kleine Statue dazu. Da habe ich sogar schon angefangen, Aufnahmen dazu zu machen. Weil das war einer meiner Pläne, die Serie irgendwie abzudecken. Weil in einem anderen Video habe ich es gesagt, ja, also mir gefiel das immer besser, wenn Donald mal aus seiner Rolle als ewiger Verlierer ausgebrochen ist und das den anderen so richtig gezeigt hat, was in ihm steckt. Ja, ja, das hatte ich also schon geplant, und vielleicht ist jetzt das, also ihr dürft euch nicht wundern, wenn das Auftaktvideo etwas merkwürdig kommt, weil da werde ich vielleicht Aufnahmen verwenden, die ich schon gemacht habe. Ja, ja.
Wird wahrscheinlich etwas merkwürdig, aber ja, die Phantomias-Reihe natürlich. Gut. Mit der Phantomias-Reihe kommt etwas anderes und das hat auch was mit Yps zu tun. Weil bei der letzten Ausgabe von Yps, da war für jeden Abonnenten eine Gratis-Ausgabe vom lustigen Taschenbuch mit dabei. Es war zwar nicht diese, das ist hier die Nummer 499, der Columbus-Falter kehrt zurück. Und zwar, der Grund ist 50 Jahre lustiges Taschenbuch. Und ja, wenn ihr ein paar Folgen von diesem Kanal gesehen habt, dann werdet ihr wissen, dass ich mich über die Geschichten etwas kritisch geäußert habe. Was damit zusammenhängt, dass es teilweise Geschichten sind, ja, wo mir etwas aufgestoßen sind, weil ich dieser Moral, die da vermittelt wurde, nicht folgen konnte. Weil Donald immer der Verlierer war und Dagobert der große Geizkragen und der den armen Donald drangsaliert hat und ich sollte das dann lustig finden. Und ich fand es einfach nicht lustig. Was dem Sinn eines lustigen Taschenbuchs ein wenig widerspricht. So, jetzt war es aber so. Eben, es gab diese Ausgabe 498, war bei mir beim Abo beigelegen. Und es war ein Brief dabei, dass also quasi man ganz einfach das Yps-Abo in ein LTB, also lustiges Taschenbuch-Abo, umwandeln kann. Und wenn man schon das Abo bezahlt hat, dann war das, glaube ich, der Umrechnungskurs war, glaube ich, 2 Yps ergeben, ein LTB oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Es betraf mich auch nicht, weil ich ja ein früher Abonnent war von Yps. Das heißt, mein Abo ist jetzt gerade ausgelaufen und hätte jetzt eigentlich erneuert werden müssen. Ja, und dazu kommt es ja jetzt nicht mehr. Ja, und um das LTB-Abo abzubestellen oder beziehungsweise nicht zu kriegen, hätte ich widersprechen müssen. Und ich habe dann hin und her überlegt und habe gesehen, weil dieses Cover war abgebildet. Also es sah zwar etwas komisch aus, weil dieses Gold, was man hier so sieht, das ist da in dem Bild nicht sonderlich gut durchgekommen. Der Columbus-Falter kehrt zurück, 50 Jahre lustiges Taschenbuch. Na, ich dachte, okay, ich lasse mich auf das Experiment ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Was da so draus wird. Und ich denke, auch da werde ich was dazu zu sagen haben, weil ich habe die Geschichte schon gelesen. Ich kenne natürlich jetzt nicht von vor 50 Jahren, weil so alt bin ich zum Glück noch nicht ganz, sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn. Also ich kenne die Geschichte nicht ganz von damals, aber ich kenne sie halt aus meinen Kindertagen. Und ich habe die Fortsetzung schon gelesen und fand es sehr interessant gemacht. Und natürlich voller Widersprüche, wie das im Disney-Versum, zumindest was Donald und so weiter betrifft, nun mal so der Fall ist. Aber ja, ich dachte mich, lass mich da einfach mal drauf ein und guck mal, wie die Reihe sich weiterentwickelt. Also die 499 ist, glaube ich, die Oktoberausgabe, das muss ich direkt mal nachgucken. Ja. Und die Nummer 500, die kommt im November raus. Ja, genau. Vielleicht mache ich da so ein Dreierpack oder was, das weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, ich muss mich da selber noch zurechtfinden. Ja, das ist das. Und last but not least, und das wird wahrscheinlich das nächste Video sein, gibt es eine Rezension zu Asterix in Italien, der jetzt ganz neu rausgekommen ist. Na gut, vor ein paar Tagen. Ich habe ihn gelesen und werde ihn auch nochmal im Video rezensieren. Eigentlich wollte ich ja, halt, das lassen wir gleich mal draußen, eigentlich wollte ich ja einen Artikel schreiben. Das habe ich ja gemacht in der letzten Zeit beim Star Command Blog, also auf www.star-command.de. Aber wenn ihr Videos wollt, okay, dann gucke ich mal, was sich einrichten lässt. Ja, und Material gibt's ja, Material hätte es immer gegeben, ich weiß. So, zum Abschluss nochmal, ich kann euch nichts versprechen. Wie gesagt,
bei mir ist im Moment ein sehr großer Umbruch im Gange. Und es ist nett und auch diese Abrufzahlen von den Videos, das ist richtig toll. Aber ich habe ein Leben, das Aufmerksamkeit erfordert und das wahrscheinlich in nächster Zeit noch mehr Aufmerksamkeit erfordert, als es das sowieso schon getan hat. Deswegen bitte nicht böse sein, mal ganz davon abgesehen, dass ich ja noch die anderen Projekte am Laufen habe, die ich auch gerne mache. Also ich mache so viel so gern und der Tag hat nur 24 Stunden, das ist einfach schlimm. Deswegen. Und ich gehe auch raus und sammle neues Material und ja, wie gesagt, ich kann nichts versprechen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, es kommt jede Woche eins, das kann ich schon sagen, das wird nicht hinhauen, jede Woche ein neues Video. Ich kann nicht mal sagen, jeden Monat. Es wird halt so sein, wenn es kommt, dann kommt's. Wie immer halt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ja, nochmal danke für den Zuspruch, den ich gekriegt habe per E-Mail, per Kommentar, für die garstigen Widerworte, also man muss sich schon ganz schön viel gefallen lassen hier in diesem Internet, oder? Und aber danke für diese Abrufzahlen, mein Gut, für so YouTube-Größen wie Liv Freud, ja, das war jetzt ein im wahrsten Sinne des Wortes freudscher Versprecher. Was für ein Gag, den muss ich mir aufschreiben und patentieren lassen. Also so YouTube-Größen wie Liv Freud oder Gronkh, die werden sich sicherlich kaputt drüber lachen, wenn sie das hören, aber wenn ich lese in meinem Kanal, dass es 20 Videos sind, die über 1000 Zugriffe haben und eben das Video mit den meisten über 20.000 Zugriffe, das ist schon eine Nummer. Und da freue ich mich dann auch drüber. Ja, habe ich noch was hinzuzufügen? Nein, habe ich nicht. Ja, das war's für den Moment und für dieses Mal und für die Rückkehr des Fantastischen. Ja, genau. Der Kolumbus-Falter kehrt zurück und das fantastische Projekt kehrt auch zurück. Irgendwie zumindest. Ja, und in diesem Sinne kann ich nur sagen, danke fürs Zusehen, danke für die Geduld. Lernt die Geduld. Und dann bis zum nächsten Mal.